Ja, meine Lieben, wir denken ja immer noch, tiefer können unsere Politiker nicht sinken, aber da geht immer noch was. Ich weiß nicht, ob ihr Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus kennt. Der hat doch nun tatsächlich gemeint, sagen zu müssen, er könnte sich so um die Jahre 2030 einen Moslem als CDU-Kanzler vorstellen. CDU, was war das nochmal? Wofür stand das C nochmal in CDU? Stand das nicht für christlich? Und christlich und muslimisch schließt sich das nicht aus? Man weiß es nicht. Einen Artikel werde ich hier drunter verlinken, meine Lieben. Ich habe ihn nur angelesen. Ich bin nicht in der Stimmung. Ich müsste mich zu sehr aufregen. Aber da gibt es eine Autorin, die lebt babyfrei, und zwar, weil ein Kind das Schlimmste für die Umwelt sei. Ein Baby würde eine zusätzliche CO2-Belastung von 50 Tonnen pro Jahr verursachen. Da gab es ja vor einigen Monaten doch tatsächlich diesen Grünen aus Frankreich, der die Europäer dazu aufgerufen hat, keine Kinder mehr zu bekommen, damit wir mehr sogenannte Flüchtlinge aufnehmen können. Um Henrik M. Broders Zitat noch ein bisschen runder zu machen, könnte man Deutschland überdachen und abschließen, wäre es eine geschlossene Irrenanstalt. Und das gilt inzwischen für halb Europa. Obwohl halb Europa, wir haben Osteuropa, Dänemark ist aufgewacht, Italien ist aufgewacht, Österreich ist aufgewacht, in Holland sind wir stark. Das wird. Du kannst die Leute nicht ewig verarschen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Irgendwann ist vorbei. Ja, meine Lieben, das Beste kommt zum Schluss. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Ich dachte, das muss eine Verarschung sein. Und es ist wirklich, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, mein Lieben, für wie blöd uns der Mainstream hält. Ich habe neulich doch ein Video gemacht über diesen Davut Nabil, diesem neuen Flüchtlingsblogger, diesem Nachfolger von Aras Grabscho, der nun verbrannt ist, nachdem er deutsche Mädels angegrapscht hat und dafür verknackt wurde. Ihr erinnert euch, ich glaube, es war vor 2 Jahren, als sogenannte Flüchtlinge in einer Tour Geldschätze fanden. Geldbörsen, Bargeld und so weiter und so fort. Und sie haben es natürlich abgegeben und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Davut Nabil hat nun auch ein Geldbeutel hat er gefunden. Ich habe heute einen Geldbeutel von Peter S. neben Köln-Dom gefunden. Ist auch lustig, auf einmal schreibt er viel schlechter als am Anfang. Mann, ich fühle mich beleidigt von diesen Leuten. Als wenn die uns schon verarschen wollen, dann doch bitte mit ein bisschen Hirn. Also nochmal, ich habe heute einen Geldbeutel, der spricht ja, der schreibt ja wie diese Französin damals bei Harald Schmidt. Also nochmal, ich habe heute einen Geldbeutel von Peter S. neben Köln-Dom gefunden. Es waren 2000 Euro drin. Habe bei Polizei abgegeben. Wir Flüchtlinge sind ehrlich Mensch, nur sehr wenig kriminell. Oder wie ein Chinese schreibt er, ne? Also ist ja wie eine Karikatur. No AfD, wir sind mehr. Ja, no AfD muss immer rein, ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich bin mit Freude, auch Flüchtlinge in Köln, tolle Stimmung, viele Menschen gegen AfD. Lasst uns friedlichen Rosenmontag feiern, keine Hass, keine Hetze, wir sind alle gleich. Nein, oder nein, das kann nicht dein Ernst sein, das kann nicht dein Ernst sein. Pass auf, jetzt kommt der Knaller. Damit gehe ich dann noch raus, weil es ist nicht zu toppen, es ist nicht zu toppen. Sehr traurig, wie viele Deutsche gegen Kanzlerin Merkel hassen. Sie ist eine starke Frau und wir Flüchtlinge haben ihr so viel zu verdanken. Auch Deutsche müssen mehr Dankbarkeit zeigen. Müssen Dankbarkeit zeigen? Wir müssen Dankbarkeit zeigen? In Sachen Merkel? Hau dir rein, meine Lieben.